Dieser Kerl ist einfach nicht zu stoppen. Joachim Löw darf sich auf einen treffsicheren Timo Werner freuen. 5 Tore in den letzten 4 Spielen. Der Chelsea-Stürmer mit einem richtigen Lauf. Das Bemerkenswerte: Für seine vergangenen 5 Treffer braucht er gerade einmal 6 Torschüsse. Lob gibt es vom Trainer. Ich denke, wir sehen einen Timo Werner, der sich schnell in der Premier League zurechtfindet. Es war natürlich ein Luxus, dass er schon früher zu uns kam, aber er trainiert hart und spielt gut. Als gefährlichsten Angreifer der Premier League bezeichnet ihn die ehemalige Chelsea-Legende Jimmy Floyd Hasselbaink. Bei den Fans Werner schon Publikumsliebling. Von Trainer Lampard unlängst zum Elfmeterschützen auserkoren. Der ehemalige Leipziger klettert in der vereinsinternen Hierarchie seines neuen Clubs immer weiter nach oben. Ob auf dem linken Flügel oder als Mittelstürmer, der 24-Jährige beim FC Chelsea, derzeit auf jeder Position Weltklasse. Gut für den Bundestrainer, der mit diesem Werner in Topform sicherlich auch seine Freude haben wird. Genauso unverzichtbar wie Werner in London ist Luca Waldschmidt schon in Lissabon. Der ehemalige Freiburger schießt sich unter dem Radar warm für Joachim Löw. In seinen ersten 10 Pflichtspielen für Benfica trifft der 24-Jährige 5-mal und bereitet 3 Treffer vor. Als hängende Spitze bietet er dem Bundestrainer auch eine neue taktische Komponente. In dieser Form sicherlich eine Bereicherung für die DFB-Offensive. Waldschmidt hat, so scheint es, mit seinem Wechsel alles richtig gemacht. Ebenfalls alles richtig gemacht hat offensichtlich Philipp Max. Der ehemalige Augsburger, von Löw erstmals für die DFB-Elf nominiert, bei seinem neuen Club, der PSV Eindhoven, derzeit in bestechender Form. 5 Vorlagen und 2 Tore in den ersten 7 Ligaspielen. Am Wochenende trifft er genauso wie Landsmann Mario Götze gegen Wilhelm Tvee. Die Außenverteidiger-Problematik beim DFB hinlänglich bekannt. Ein Philipp Max in dieser Form könnte für Joachim Löw eine echte Alternative werden, obwohl er ihn lange ignorierte. 3 Spieler, auf die sich der Bundestrainer und die Fans freuen dürfen: Philipp Max, Luca Waldschmidt, vor allem aber Timo Werner.